Schön, dass wir auch beim nächsten Video dabei sind. In diesem Video gehen wir noch mal kurz auf die Wand ein, denn ich will noch eine weitere Funktion zeigen oder eine weitere Möglichkeit. Es kann ja sein, dass jetzt die letzten zwei, drei Videos etwas als sehr komplex empfunden haben. Das liegt daran, dass wir uns wirklich mal alle oder sehr viele Grundeinstellungen der Wand angeschaut haben. Bedeutet, dass was wir jetzt gemacht haben, werden sie jetzt nicht jedes Mal bei jeder Wand genauso ausführen. Es gibt da schnellere und einfache Möglichkeiten und die wollen wir uns jetzt mal anschauen. Und zwar, ich bringe den Grundriss. Das, was wir jetzt gemacht haben, war, wir haben den Wand jetzt Stiftstrich, Farbe, Stilflächen, Layer zugeordnet. Ja, und so ein bisschen automatisiert, dass ich den Zeichnungstyp ändere und meine Wände automatisch mitgeben. Jetzt ist es aber natürlich sehr umfangreich, jedes Mal auf den Befehl Wand zu gehen, in die Eigenschaften zu gehen, die Parameter einzustellen, die Formateigenschaften einzustellen, die Flächen einzustellen. Ja, das macht natürlich keinen Sinn, das bei jedem Projekt und bei jeder Wand so einzustellen. Ja, dass sie es wissen, ist schon mal sehr gut, oder lernen, wie sie damit umgehen, das ist sehr wichtig. Aber der einfachere Weg ist, und den sie zukünftig auch nutzen werden, also im Großteil nutzen werden, sind sogenannte Assistenten, ja. Und wir waren eben in der Palette Eigenschaften, Layer, die haben wir benutzt, die Ebene, wobei die Ebene kommt noch. Aber für uns jetzt erstmal wichtig, der Assistent. Was ist das? Und zwar im Assistenten, wenn Sie jetzt mal hier drauf gehen, auf die Spalte, dann haben Sie hier drunter die Zeile und die kann ich aufklappen und dann sehe ich mehr Assistenten als Sie wahrscheinlich. Ja? Assistenten sind vorgefertigte oder voreingestellte Bauteile. Zum Beispiel diesen hier müssten Sie sehen, Allplan. Das ist quasi mit der Allplan-Installation ein Standardassistent, der hier hineingeladen ist. Und ein Assistent ist eigentlich nichts weiter als ein referenziertes Teilbild, was im Hintergrund geladen wird. Das heißt, auch da kann ich mit der Maus rein und rauszoomen, mit dem Mausrad das Ganze hin und her verschieben und auch Bauteile auswählen. Ja? Jetzt habe ich hier gerade Stiftstrichfarbe an. Ist aber erstmal vielleicht nicht so wichtig. Das schalte ich mal kurz aus hier über die Bildschirmdarstellung. Und dann Farbe zeigt Stift, dicke Linie ausschalten. So. Und dieser Assistent, es hat auch verschiedene Reiter hier. Es kann sein, dass sie jetzt noch hier gerade in der Linie und in der Bemaßung sind. Das sind wirklich ganz einfache und wirklich einfach voreingestellte Bauteile hinterlegt. Ja? Linien, Füllflächen, Maßketten und so weiter. Ja? Und dort will ich Ihnen jetzt mal die Wände und die Stützen zeigen. Denn so sollen Sie zukünftig arbeiten. Bauen Sie sich Ihre eigenen Assistenten oder nutzen Sie die voreingestellten bzw. die IBD-Assistenten oder die BIM-Easy-Assistenten. Die sind auch ab der Version 21, mit Alpen 21, haben Sie diese BIM-Easy-Bauteile ebenfalls dabei. Ja? Kurze Erläuterung, den Allplan-Assistenten, der ist bei der Installation mit dabei, bei allen Allplan-Versionen. Der BIM Easy ist seit der 21er-Version dabei und der BIM Easy Ingenieurbau ebenfalls. Das heißt, die werden mit installiert. Was nicht mit installiert wird, sind die IBD-Assistenten. IBD steht für intelligente Baudaten. Diese müssen Sie sich beim Allplan oder auf dem Allplan Connect Portal einmal herunterladen, Allplan schließen und einmal installieren. Ja, also die gibt es, wie gesagt, das sind die, die ich jetzt habe, die kann man kostenpflichtig erwerben. Das heißt, wenn Sie dann Richtung Design to Cost und Nevaris irgendwann mal gehen wollen und dort bauteilbezogene Mengen- und Massenermittlungen und LVs erstellen wollen, dann brauchen Sie die kostenpflichtigen. Aber für Ihre Planungszwecke, ich sage jetzt mal, solange Sie sich in der Leistungsphase 1 bis 5 bewegen, ist der IBD kostenfreie Assistent, ja, schon super. Ja. Da sind zum Beispiel jetzt voreingestellte Wände drin. Wenn ich auf mal Wände gehe, dann sehen Sie, habe ich hier verschiedene Wände, die ich jetzt nutzen könnte, Mauerwerk, Beton und so weiter. Gründungen und so weiter. Das ist eine Menge an Bauteilen, die Sie auf dem Allplan Connect Portal bekommen.
Wir bleiben zum Beispiel bei BIM Easy Architektur, ne? Und jetzt fahre ich mal hier so ein bisschen näher ran. Ich öffne das mal kurz so ein bisschen und ich hätte mir zum Beispiel auch hier ein Mauerwerk einschalig tragend außen holen können. Ne? Ich mache es mal hier exemplarisch vor. Ich lösche mal diese Wand jetzt hier und Mauerwerk tragend außen. Der Assistent funktioniert ja wie ein Teilbild. Das heißt, auch hier kann ich mit Doppelklick rechts das Bauteil, den Befehl starten und gehen wir in die Einstellungen mit exakt den gleichen Einstellungen. Und Sie sehen hier Parameter, hier sind schon Parameter hinterlegt, hier sind die Formateigenschaften schon, hier ist auch eine Textur schon mit drauf, hier ist eine Stilfläche auch mit drauf, diese Allplan Standardstilfläche. Jetzt könnte ich auch hier diese Wand, der müsste jetzt nur noch sagen, du bist eine 0,365er Wand. Ja, die Darstellung, die lasse ich jetzt mal so. Ich sage okay und zeichne die Wand von da bis dahin. Alt 2 und ich sehe hier diese neue Wand jetzt. Jetzt gehe ich mal ein bisschen dran. Markiere die Wand mal und ja, sehe, das passt eigentlich soweit, auch von der Höhe her passt sie. Hätte die Wand jetzt auch weiter nutzen können und einmal außen drumherum klicken, weil diese Wand einfach auch schon so gut voreingestellt ist, dass ich einfach hier aufs Material klicken könnte und hier einfach noch was dazu schreibe, ja, Ziegel zum Beispiel. Also ich fange quasi nicht bei 0 an, wenn ich auf den Befehl Wand klicke, sondern ich habe jetzt schon mal eine gewisse Wand da und kann dann, oder ein gewisses Element, mit dem ich dann schon mal eine gute Grundlage habe. Das mache ich jetzt mal wieder rückgängig. So, das war ja unsere Wand, die wir erstellt haben. Denn wir wollen einfach in den weiteren Schritten jetzt mit diesem BIM Easy Assistenten arbeiten und uns daraus dann die Bauteile ziehen. Ich werde aber immer, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Stütze nehme, eine Stütze für innen aus Ortbeton, Doppelklick rechts, immer dann auch zeigen, was der Unterschied ist. Weil der Unterschied ist einfach nur der, dass diese Assistenten schon alles vernünftig ausgefüllt haben, ja, dass der Befehl Stütze. Ich kann aber oder Sie können natürlich genauso gut hier oben bei den Funktionen auf die Stütze gehen, Eigenschaften und jetzt alles nochmal neu ja, einstellen und verändern. Ja. Nur wie gesagt, das ist einfach ein großer Vorteil, wenn Sie hier schon mit den Assistenten arbeiten. Okay, dann würde ich sagen, geht es an der Stelle weiter und wir wollen direkt schon mal diesen Assistenten testen. Und zwar BIM Easy Architektur, dort bleiben wir jetzt. Und wir nehmen jetzt auch diese besagte Stütze hier oder wir nehmen jetzt eine Stütze hier raus. Und zwar will zum Beispiel, wobei wir schalten mal einmal kurz ein bisschen was aus. Und zwar mit Doppelklick links die Vermesserdatei, also die Vermesser-DXF, die schalte ich kurz mal aus. Wir sind auf dem Teilbild 501 und das EG ist passiv im Hintergrund. So, das ist unsere Darstellung. Super. Dann wollen wir jetzt eine Betonstütze innen haben. Und zwar, wir haben jetzt in die Statik geschaut und in der Statik haben wir hier auf Achse dieser Wand, soll jetzt hier ein HEB-Träger rein. Ja, also ein Stahlträger. Der ist 24 breit, ne? Und der Statiker sieht vor, hier eine Betonstütze abzusetzen, ja? Die dann auch ja, 24 tief ist. Das bedeutet, wir nehmen uns hier eine Beton-Innenstütze, Doppelklick rechts auf die Stütze und wir schauen erstmal in die Eigenschaften. Das heißt, Doppelklick rechts, der Befehl ist gestartet. Wir sehen hier, Stiftstrichfarbe ist noch nicht übernommen. Das kann ich hier direkt einstellen, indem ich sage, wichtig, erst den Befehl starten, der Befehl ist geöffnet, dann Stiftstrichfarbe bitte vom Layer übernehmen. Das macht er hier in dem Moment. Und wir gehen mal in die Eigenschaften und gucken, was jetzt hier so hinterlegt ist. Das ist eine 40er Stütze, 40 auf 40. Wir machen die jetzt mal 24 auf, 24. Das Ausruhen wollen wir dann nicht, dadurch haben wir auch keine Teilung. Höhe, die passt, die Höhe zieht er sich über den Assistenten, beziehungsweise über die Ebene. Fängt also bei minus 20 an, das ist die Oberkante meiner Decke, beziehungsweise Bodenplatte. Und das ist die Unterkante meiner EG-Decke, also 2,76 in dem Fall, weil wir haben ja noch den Zentimeter Mörtel mit dazu gepackt.
Das Ganze ist im Gewerk Betonarbeiten, hat eine recht hohe Priorität, 250. Die Katalogzuordnung und so weiter, das ist alles standardmäßig so in Ordnung. Und wir haben eine Stilfläche und die Oberfläche ist ebenfalls ausgewählt. Ja. Von Draht gehen wir bitte einmal in die Animation, sodass wir jetzt hier auch diese Stütze uns anschauen können. Wir sagen okay, der Befehl ist gestartet. Und jetzt kann ich hier noch auswählen, wo will ich denn meinen Transportpunkt hinsetzen. Und ich setze den Transportpunkt mal hier oben links in die Ecke. Ja, somit hängt die Stütze jetzt, oder der Mauszeiger hängt oben links an der Stütze. Wenn ich mir hier ranfahre, dann sehe ich 24 passt. Ich fluchte quasi diese Stütze jetzt hier einmal runter auf die Außenwand und klick an der Stelle. Was er jetzt nicht gemacht hat, und zwar, Sie sehen, er hat jetzt hier ein gelbes Filling. Ja? Das bedeutet, es gibt hier eine Kollision, ja? Weil diese Wand, die Außenwand und die Stütze haben keine passenden Prioritäten. Das bedeutet, die Stütze hatte 250. Na, Moment, jetzt ist auch weg, die Stütze. Die Stütze, wenn ich sie nochmal nehme, innen hatte 250. Und wenn ich jetzt die nochmal auf 24 stelle, dann erkennt er, dass die Stütze dort nicht funktioniert. Ja, ich packe sie nochmal hier oben hin, scroll mal ein bisschen runter, klick. Es funktioniert nicht, ja, weil die Priorität dieser Wand ist höher. Doppelklick links auf die Wand. 300, das sollte aber nicht sein. Sondern wir gehen hier auf 240. Also einfach weniger als bei der Stütze. Ich hätte auch 249 reinschreiben können. Und wenn ich jetzt die Stütze nochmal nehme, muss ich natürlich nochmal ändern. Weil, auch das ist schön, dass Sie es jetzt sehen, ich kann den Assistenten nicht verändern. Das heißt, alles, was ich aus dem Assistenten mit Doppelklick rechts rausnehme, hat immer eine Grundeinstellung. Erst jetzt kann ich es ändern. Und wir packen hier die Stütze rein. Und jetzt sehen Sie, was passiert ist. Ich klicke auf die Wand und dafür sind Prioritäten halt genial. Die Stütze weiß jetzt, dass sie eine höhere Priorität hat, schneidet quasi den Teil der Wand aus. Und was passiert jetzt gleichzeitig? Wenn ich jetzt auf rechts klicke, auf diese Wand, das brauchen Sie jetzt nicht mitmachen. Und ich gehe jetzt mal auf Attribute. Ja? Und ich schaue mir jetzt mal an, was für ein Volumen diese Wand hat. Dann sehe ich hier Fläche 31,3 und Volumen 11,426 Kubikmeter. Ja? Das heißt, in dem Moment, wo ich die Stütze mit einer Priorität einsetze, lass mal wieder weg die Stütze jetzt und gucken wir jetzt mal die Attribute an, dann habe ich jetzt mehr als vorher. 11,58 und 31,72 Quadratmeter. Sie sehen, dieses Bauteil ist dadurch so intelligent, dass es, jetzt mache ich die Stütze mal hin, jetzt habe ich aus Versehen gelöscht die Stütze, das ist genau das macht, was wir wollen, und zwar, wir wollen uns die Arbeit sparen, dort händisch ja, Mengen und Massen auszurechnen, sondern allein über die Prioritäten stanzt er quasi den Bereich der Wand aus und ich habe eine genaue Mengen- und Massenermittlung, falls ich diese Wand auswerten würde. Okay, das passt soweit und ich würde sagen, ja, im nächsten Schritt geht es dann weiter, dass wir noch vor die Stütze einen Dämmstreifen setzen und dann Unterzug, Betonpolster und ja, das alles dann im nächsten Video.